100 T-Shirt-Designs herstellen. Das Ganze machen wir heute am Rechner. Vorher nehme ich dich nämlich noch einmal mit, denn ich will dir was zeigen. Es ist was Großes passiert, was dich genauso betrifft wie mich. Eine ganz große emotionale Sache, denn ich habe nämlich investiert und für diesen YouTube-Kanal was ganz Großes, ja, klar gemacht. Und da nehme ich dich jetzt erstmal hin mit, nämlich zu meiner alten Schule. Also los geht's. Machen die Umfahrung. Wie sagt Homer Simpson immer, macht's gut, ihr Trottel. Und herzlich willkommen an meiner alten Schule. So, und wir sind angekommen. Ist ja wieder passend, direkt vom Sekretariat geparkt. So, und herzlich willkommen an meiner alten Schule hier, und zwar nämlich an der Kantschule in Falkensee. Und ja, da ist nämlich immer früher Folgendes passiert. Und zwar, ich habe früher hier gesessen bei mir halt im Klassenraum und habe immer rausgeguckt, und dann ist Folgendes passiert. Und zwar, hier auf dieser Straße ist immer ein Sportwagen vorbeigefahren, und zwar nämlich ein gelber Lamborghini, und der hat diesem Herrn hier gehört, also hier dem Chris Stellies. Und der ist hier immer vorbeigefahren. Er hat früher seine Ausbildung, seine Beine als Lackierer abgebrochen von Mercedes, wo er früher gearbeitet hat, und ist hier immer hier vorbeigefahren, an meiner Schule vorbei, direkt hinten in ein Office. So, und das Interessante ist, jeder, der halt in meinem Alter ist, der kannte halt Chris Stellies, weil Chris Stellies war halt derjenige, der Business YouTube Deutschland eigentlich so förmlich gestartet hat. Der erste, der da richtig Content gemacht hat. Und, oder zumindest den ich entdeckt habe. Ja, und der ist da hinten hingefahren, und das gucken wir uns jetzt an, was hat Frankie da gemacht, denn es ist jedes Mal mit dem Sound, was soll ich machen? Denn das Ding ist nämlich, ich habe Chris Stellies altes Office. Denn t-shirtfrank.de hat jetzt offiziell eine Anlaufstelle, und die wird nämlich auch quasi revealed, wo das Ganze ist, weil das war früher ja immer so ein kleines Geheimnis. Ja, das wird nämlich eine Anlaufstelle für euch, für dich. So, und da gucken wir uns jetzt das Ganze mal an. Ich denke, das ist cool. Früher habe ich das Buch gelesen, heute bauen wir da selber was. Und eigentlich ein Buch schreiben wäre eigentlich auch mal was, oder? Ich muss nämlich noch eine Umsatzsteuer-ID abgeben. Danach geht es zurück zu Base, und dann zeige ich euch mal ein bisschen, wie man schnell T-Shirt-Designs kreieren kann, ohne groß viel Arbeit zu haben. Und hier sind wir. Herzlich willkommen im neuen Office von t-shirtfrank.de. Ups. So. Wie Green Arrow im Wald, also das ist, was heißt im Wald, also das ist das Ganze, und da werden wir jetzt, oder werde ich jetzt nochmal ein bisschen was abgeben an Sachen, denn Umzug ist so am 15., nur dass ihr es Bescheid wisst, und dann haben wir hier unser neues Office, und das wird lustig, und da freue ich mich schon drauf. Wir sind wieder zu Hause, und jetzt soll es um die Geschwindigkeit gehen. Wie kannst du viele T-Shirt-Designs kreieren, ohne zu viel Zeit zu verschwenden? Nun, die erste Sache ist, wir müssen erstmal differenzieren. Es gibt verschiedene Arten von T-Shirt-Designs, die alle verschiedene Zeiten brauchen, um sie eben herstellen zu lassen. Denn manche T-Shirt-Designs, die hängen mit anderen sogar zusammen. Das nennt sich nämlich skalierte T-Shirt-Designs. Ich blende dir jetzt hier einfach mal ein paar ein. Zum Beispiel wie dieses Heartbeat-Design. Ist relativ einfach, ist einfach immer dieser gleiche Vektor mit diesem Herzschlagmuster. Dazu wird dann einfach immer ein verschiedener Vektor halt ausgetauscht, und du kannst natürlich mit einem Design schneller auf Geschwindigkeit gehen. Ich will dir jetzt nachher auch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Eine andere Möglichkeit sind natürlich dann auch die Text-Based Designs. Der ganz Klassiker, wie es halt einfach anfängt, zum Beispiel Jahreszahlen, Geburtsdaten und diese ganzen Nummern, das kann man halt sehr, sehr schön skalieren, weil man da einfach nur die entsprechende Nummer halt austauschen braucht, um entsprechend da gut zu verkaufen. Gut, welche Zahlen solltest du also raufschreiben? Rechne immer zurück, dass du volle Jahreszahlen hast. Bedeutet, was ist jetzt in diesem Jahr, zum Beispiel 2023, gerade der 30., der 40., der 50., der 60. Geburtstag. Und diese Zahlen musst du dir dann halt eben ausrechnen, und dann wird dir auffallen, dass es meistens immer dieselben Geburtsdaten sind. Eine andere Möglichkeit ist, ein skaliertes Design herzustellen, wo man entsprechende Textelemente einfach nur austauschen muss. Wie zum Beispiel dieses Design hier, das habe ich vorhin erstellt, und da will ich dir einfach mal zeigen, wie schnell das Ganze geht, weil hier brauche ich eigentlich nur entsprechend die verschiedenen Worte auszutauschen. Also ich mache mal zum Beispiel rein hier von Oma und Enkel, oder ich mache halt rein irgendwie Vater und Sohn, und zack, schon habe ich wieder die nächsten drei Designs erstellt, ohne groß viel Arbeit zu haben. Die Gefahr hierbei ist natürlich, dass dieses ganze Konzept, was ich hier erstellt habe, vielleicht im Ganzen nicht ankommt und denn alle skalierten Designs in dem Sinne vor die Tonne sind.
Wichtig ist natürlich auch, ladet das nicht hintereinander hoch, weil sonst werden die Sachen meistens bei den organischen Portalen wie Spreadshirt und Amazon gesperrt. Das macht ihr schön verteilt halt hochladen, also zwischendurch erstmal andere Designs. Aber es macht ja nichts, dann machst du mehrere verschiedene skalierte Designs und lädst die alle gemischt halt hoch. Wie erstellen wir jetzt eigentlich so ein Text-Based Design mit schönem Template? Das gucken wir uns jetzt an, deswegen geht es jetzt an den Rechner. So, und da suchen wir uns jetzt erstmal alle Elemente, die wir für unser Text-Based skaliertes Design brauchen. Zum Beispiel hier die Hauptvektoren oder ich sage jetzt mal zum Beispiel hier die Faust, was wir hatten, wo das Kind und die Mutter oder halt der Vater und die Tochter so ein bisschen so Fistbump halt geben. So, und da gucken wir einfach mal, da habe ich zum Beispiel jetzt hier eins gefunden. Scrollen ein bisschen runter, finden auch noch ein zweites, also immer gleich mehrere Versionen aufmachen und man weiß ja nie, vielleicht wechselt man das nochmal, dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. So, und dann gebe ich halt hier zum Beispiel bei FreePick auf der anderen Seite, die kannst du auch halt verschiedene Vektoren nutzen, mal Banner oder Halftone ein. Das sind einfach diese Elemente, die wir hier noch brauchen, also zum Beispiel wie hier einfach eben dieses Banner oder so ein Hintergrund, Halftone genannt. Und den laden wir uns erstmal alles runter. So, wenn ich den ganzen Kram runtergeladen habe, ich mache mir das immer so, ich schiebe das einmal ein bisschen zur Seite und alle runtergeladenen Sachen ziehe ich einfach hier auf den Desktop. Die ZIP-Dateien werden entpackt und hingemacht und dann gucke ich mir hier erstmal an, wie soll dieses Design in etwa aussehen. Also hier das Banner hat so ein bisschen ja, kleine Verzierungen drin, also habe ich mich für das hier entschieden, dann einfach auch ZIP-Datei wieder auspacken. Diese verpackte Datei, die schmeißen wir wieder hier in den Papierkorb und dann fange ich erstmal an, im Zeichenprogramm hier meine Hintergrundebene schwarz einzufärben. Also das mache ich jetzt einfach nur, um hier dieses schwarze T-Shirt zu simulieren. Sperre die Ebene, dass ich hier so rumklicken kann, wie ich will, dass halt einfach nichts passiert. So, und dann öffne ich erstmal meine ganzen Dateien und suche mir hier überall diese AI-Dateien. Illustrator, also Illustrator AI heißt das Ganze. So, und da öffne ich mir dann erstmal alle Dateien. Wenn ich auch mal EPS habe, na ja gut, dann nehmen wir halt EPS. Und so gehe ich jetzt quasi durch meine ganzen Dateien erstmal durch und lade die erstmal in mein Zeichenprogramm halt rein. So, nachdem ich das gemacht habe, Schriftarten, gut, die der jetzt verwendet hat, kennen wir nicht, macht nichts. Hier oben haben wir unsere Hauptdatei und alle anderen Sachen, da sind unsere Vektoren drin, aus denen wir denn das Design zusammenbauen. Jetzt wird erstmal geclearet und zwar nämlich mit allem Zeug, was ich jetzt nicht brauche. Das wird erstmal quasi gelöscht. So. Jetzt habe ich mir hier noch einmal das Vergleichsbild daneben gemacht, damit ihr einfach mal vergleichen könnt, was wir hier gerade bauen, dass ihr siehst, in welchem Schritt ich bin. Ich mache jetzt hier die Textelemente raus, aber ihr seht, das ganze Zeug hängt zusammen. Also Einzelauswahlwerkzeug anwählen und dann, oder Direktauswahlwerkzeug und dann einfach mit Copy und Paste, nachdem ich das hier gemacht habe, in die Zwischenablage, Command und V einfach wieder drücken, dann hast du es eingefügt. Schwarz auf schwarz sieht man ja nicht, also werde ich das Ganze erstmal größer machen und erstmal einfärben, damit ich erstmal sehe, was ich hier überhaupt mache. So, und dann gehe ich wieder zurück und nehme mir ein anderes Banner. Warum nehme ich zwei? Damit es einfach ein bisschen unterschiedlich aussieht und wie die angeordnet sind, ist völlig egal. Ich mache es jetzt hier wieder auch erstmal wieder weiß. Denn ich kann nämlich diese Dinger entsprechend auch drehen und machen. Also selbst wenn es jetzt falsch rum ist, ist kein Problem. Du kannst es auch spiegeln, so dass das Ganze halt dann passt. Und dann mache ich erstmal grob irgendwie hin, wie es passt und mache meine Textfelder erstmal aufziehen. So, da tippe ich was ein. Jetzt sehe ich gar nichts. Warum sehe ich gar nichts? Ganz einfach. Und zwar die Schriftgröße ist viel zu klein. Da müssen wir erstmal raufgehen bei den Eigenschaften, die ein bisschen hochdrehen. Könnt ihr auch mit der Maus so rüberstreichen, dann geht es hoch. Und dann machen wir das Ganze eingefärbt, damit wir überhaupt noch sehen, was wir da machen. So, diese Dinge haben wir. Dann wird wieder gleich alle Text, also die könnt ihr euch mittig machen und ich kopiere und füge jetzt wieder mal die Textfelder halt einfach ein, also damit ich sie nicht neu aufziehen muss und dann suche ich mir halt die Schriftarten raus. So, da muss man halt ein bisschen fummeln, bis man halt das Perfekte raus hat. Du kannst auch gleich mehrere auswählen und dann einfach auf einmal quasi ändern. So zack, dann hast du das Ding gleich komplett geändert. Und damit können wir jetzt anfangen. So macht es die Konkurrenz, so machen wir es jetzt nicht. Und zwar, wir arbeiten ja richtig in dem Business und da gibt es halt noch andere Methoden, was man machen können. Ihr könnt zum Beispiel hier das ein bisschen anpassen, ein bisschen breiter machen, um es mal so zu sagen. Das ist das, was er jetzt bei den, also es gibt ja auch Online-Coaches, die so ein bisschen Vektorpakete anbieten für völlig überteuerte Preise. Macht die Sachen lieber bitte so.
Da habt ihr halt mehr von und da seht ihr auch, da könnte man auch so eine Effekte machen. Das macht zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber dann sieht es halt nochmal ein bisschen besser aus. So, und da kann man da reinziehen und dann ist das Ganze fertig. So, das Ganze kann ich hier auch nochmal machen, um es ein bisschen anzupassen. Wie gesagt, bitte kauft nicht diese Vektorpakete, wenn euch einer anbietet, irgendwie 5 Designs und ein Logo für 300, 400 Euro. Sowas ist absolute Abzocke, völliger Quatsch. Lasst das. So, dann wollen wir hier das Ding hier einfügen, noch ein bisschen mit der Farbe. Das ist cool, da muss ich ein bisschen dran rumschrauben nochmal, da habe ich so überlegt, wie ordne ich das Ganze an. Das habe ich nur dreimal geändert im Laufe, weil ich einfach da nicht genau wusste, wie ich es mache. So, und dann haben wir hier bei dem Ding, da bräuchte ich nur die Fäuste, also habe ich hier erstmal alles andere gelöscht. Du kannst ja alles, brauchst ja nur den Hauptvektor dann quasi da rausnehmen. So, den habe ich hier eingefügt, dann natürlich auch noch in der Größe ein bisschen nachher angepasst. Und erstmal halt alle meine Elemente rübergezogen. Hier bei den Halftones nehme ich jetzt immer den, der so ein bisschen ja, detaillierter dargestellt ist, weil es sieht halt einfach, also ich finde es optisch schöner, ihr könnt es gerne anders machen. Macht es auch bitte mal so, schickt mir mal auf Instagram mal eure Version, und zwar das habt ihr jetzt mal als Aufgabe, erstellt mal ein skaliertes Design und schickt mir das einfach mal bei Instagram. Nein, ich werde es nicht kopieren, sondern einfach höchstens nur mal reposten, so ein bisschen als Design-Challenge quasi. So, das habe ich jetzt hier angepasst. Denn noch ein bisschen das Ding hier größer gemacht. Diese Konzepte wie Text-Based Designs oder entsprechend Heartbeat und Co., da gibt es noch sehr, sehr viel weitere Konzepte, was du alles machen kannst. Diese findest du natürlich bei t-shirtfrank.de in meinen Online-Kursen. Da findest du alles, was du brauchst, um dieses Business zu betreiben, von Listing schreiben zu den einzelnen Portalen, Werbung schalten, die Tools in Benutzung, Research und so weiter und so fort. Ist alles halt drin, was du brauchst. Größer geht es halt wirklich nicht, weil selbst Kurse, die sonst 1.000 oder 10.000 Euro in Amerika kosten, bieten gerade mal ein Fünftel von dem, was ich da drin habe. Also guckst dir auf jeden Fall mal an. Für den Preis ist einfach unschlagbar. t-shirtfrank.de. So, dann ging es noch weiter. Dann habe ich jetzt hier so ein bisschen die noch so eine anderen Vektoren mir runtergeladen. Das, wie gesagt, experimentiert doch. Mensch, ihr seid Designer. Nehmt einfach mal rum, macht neue Sachen zu, kreiert das Ding vielleicht ein bisschen cooler oder sowas. Hier auch nochmal ein bisschen anpassen. Einfach ein bisschen dran rumschrauben und dran rumwerkeln. So, da nochmal mit einem, jetzt habe ich es, Verkrümmungsfilter, einfach das Ding nochmal hochsetzen ein bisschen. So, und was geht immer? Sterne, natürlich. Die Sterne, die kannst du immer als Füllelemente überall einsetzen. Auf t-shirtfrank.de lernst du ja auch, was du da noch so machen kannst. So, und ich habe es hier immer gemacht. Guck mal, immer die Sachen selber gleich kopieren. Immer zwei auswählen, die du als letztes gemacht hast. Dann im selben Verhältnis verkleinern. So, und dann kannst du die anordnen und hast da halt einen coolen Effekt draus. Kannst die auch noch einfärben, dann sehen sie noch besonderer aus. Oder wenn du noch die dritte Stufe hast, nur mal um es zu zeigen, habe ich es jetzt hier gemacht, kannst du denn selbst die äußeren in die inneren kopieren und zack, hast du schon mal nochmal so ein bisschen anderen Effekt. So, und fertig ist ein richtig cooles Design, wie ich finde. Wie gesagt, stellt auch mal gern eins selber her und schickt mir das bei frank-bendler bei Instagram. Machen wir mal eine kleine Challenge draus. So, und da kannst du jetzt Folgendes machen. Du kannst jetzt bei diesem Design ganz schnell hier entsprechend Sachen austauschen, reinmachen und dann hast du wieder ein völlig anderes Design, was man damit machen kann. Du kannst auch noch sogar denn die Farben ändern, aber hier siehst du halt, ich brauche eigentlich nur hier die entsprechenden Worte halt zu ändern und schon habe ich wieder ein Design fertig und wieder ein Design fertig und wieder ein Design fertig. Und so kommt man halt auf Masse, wenn du damit mehrere Sachen halt kreierst. So, und das Coole ist, du kannst jetzt da natürlich jetzt auch die entsprechenden Farben halt auswählen, also alles, was jetzt eine bestimmte Farbe hat, wie zum Beispiel jetzt die Sterne oder so eine Sachen, und kann jetzt einfach mit einem Mal denn alles einfärben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Vater und Sohn passt jetzt nicht mit dem Pink, dann klicke ich es halt an und ändere es nochmal und dann habe ich halt einen richtig coolen Farbton einfach mal dabei. Und kann auch noch ein bisschen anpassen, notfalls nehmen wir die Totenköpfe hier nochmal weg. So, und dann haben wir ein Design, was ziemlich cool aussieht. Ja, und beim Heartbeat-Design, da ist es halt genauso. Das ist auch wieder so eine Art der skalierten Designs, was relativ easy zu machen ist. Also hier einfach mal nur ein bisschen, habe ich mir eins von Wechsels runtergeladen, nehme hier ein bisschen die Pfade so raus, dass es halt wieder glatt ist. So, und jetzt mache ich verschiedene Nischen. Kitesurfing übrigens kann ich euch sehr empfehlen für Heartbeat. Das ist ziemlich beliebt. Und dann halt die Klassiker von Fahrrad, Gaming und alles, was dazugehört. Einfach mal ein paar Vektoren halt runterladen. Und jetzt habe ich euch mal einen kleinen Bonus reingepackt, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Und zwar, guck mal, wir haben jetzt eine JPEG-Datei. Die ist keine Vektordatei, die kann ich aber mit einem Bildnachzeichner hier umwandeln. So, jetzt ist es ein Vektor und den kann ich jetzt
entsprechend löschen. Also da gehe ich auf die gleichen Farben rauf. Alles, was jetzt hier weiß ist, wird rausgelöscht. Damit bleibt nur noch diese dünne Thin Line halt übrig. So, und die kann ich dann natürlich später auch noch bearbeiten und einfärben und dann halt zuschneiden. Also hier könnte ich zum Beispiel sagen, Mensch, weißt du was, wir machen das Ding jetzt in weiß, damit es zu dem Design passt und schneide das auch nochmal ein bisschen zu. Also wenn jetzt zum Beispiel hier dieser dieses Kabel jetzt so lang ist oder was das hier ist, dann machen wir das langsam kürzer und dann kann ich diese Sachen halt hier alle einfügen. So, jetzt habe ich ein Kitesurfing-Heartbeat-Design, dann kann ich es machen mit einem Fahrradfahrer und so weiter und so fort. Und das ist der Weg, wie du halt schnell coole T-Shirt-Designs machst. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps und wie immer gute Verkäufe.